Ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich habe heute einen Gast mit mir, den Johannes Kolecki. Hallo Johannes, schön, Hallo. Dass du da bist. Gerne. Wir werden heute eine interessante Unterhaltung haben und ich freue mich da schon sehr drauf. Und der Johannes war diese Woche bei uns hier bei Emmet in der Missionsschule und du hast das Thema Gerechtigkeit aus Glauben unterrichtet. Und da werden wir uns auch heute darüber unterhalten. Aber zuvor möchten wir noch gerne natürlich unseren Herrn Jesus Christus einladen, dass er bei uns ist und unser Gespräch führt. Unser Vater im Himmel, von ganzem Herzen möchten wir dir Danke sagen für diese Möglichkeit, dass wir uns über das Thema der Erlösung unterhalten dürfen. Es ist so ein wichtiges und spannendes und tiefes Thema. Und wir möchten dich bitten, dass du uns durch deinen Heiligen Geist in diesem Gespräch führst und lenkst, so dass es für all diejenigen und auch für uns selber, Herr, die es hören, ein Segen sein mag, für deine Gemeinde ein Segen sein mag. Herr, deine Gemeinde liegt dir sehr am Herzen und wir möchten dich bitten, dass du Großes tun mögest, auch durch dieses Gespräch und dass es dazu beiträgt, Herr, dass es viel Reichtum bringt, denjenigen, Herr, die es hören. Wir danken dir für deinen Segen und deine Zusage in Jesu Namen. Amen. Amen. Lieber Johannes, du hast diese Woche bei uns unterrichtet. Vielen Dank dafür. Ich denke, dass nicht nur die Studenten, sondern auch wir sehr gesegnet waren, weil diese Thematik der Gerechtigkeit aus dem Glauben ein Thema ist, was mich persönlich über die Jahre auch immer sehr, sehr geprägt hat und bei mir immer, wenn ich mich bewusst mit dieser Thematik beschäftigt habe, auch mit Adventgeschichte, ich immer den Eindruck hatte, dass das sehr große Sprünge gebracht hat in meinem Glaubensleben. Du hast auch ein Buch geschrieben, wo wir nachher drüber sprechen werden noch und werden uns auch in diesem Gespräch etwas über die Gerechtigkeit aus dem Glauben natürlich halt unterhalten. Ich würde dich aber einfach mal bitten, Johannes, dass du dich mal persönlich ein bisschen von dir erzählst, ein bisschen vorstellst. Ich denke, einige kennen dich, sei es jetzt vor der Kamera oder auch privat. Aber ich glaube nicht, dass so viele so viel von deinem Hintergrund vielleicht wissen. Es wäre mal ganz interessant, auch gerade auch was mit der Thematik zu tun hat, dass du ein bisschen was von dir erzählst. Ja, vielen Dank, Timo. Ich freue mich auch sehr über das Gespräch. Danke für die Einladung. Ja, ich komme aus einer Predigerfamilie. Mein Vater war Prediger. Meine Eltern leben jetzt beide nicht mehr, schon seit einigen Jahren. Ich bin mit 5 Geschwistern groß geworden, bin der 5. von 6. Und das war auch eine sehr schöne Zeit. Bin also von klein auf auch in die Adventgemeinde gegangen. Im Gegensatz zu dir zum Beispiel, bin mit dem Glauben groß geworden. Wie man so sagt, habe das mit der Muttermilch eingesogen, obwohl das ja gar nicht wirklich geht. Aber ich bin da Gott schon sehr, sehr dankbar, dass ich mit den biblischen Inhalten von Anfang an immer vertraut gewesen bin. Ich gehe mal kurz so durch mein Leben durch. Ich will nicht zu ausführlich werden, das tut jetzt auch nichts zur Sache, sondern meine Biografie ist auch verknüpft mit dieser Thematik. Und insofern mag das auch ganz interessant sein, dort einen kleinen Einblick zu geben. Ich bin als Kind und Jugendlicher mit dieser Thematik eigentlich dann in Berührung gekommen durch Schriftung von Ellen Goldwhite. Mhm. Als Adventisten oder wer Adventisten etwas kennt, weiß, dass es eine Person ist mit besonderer Bedeutung, wobei jetzt nicht die Person für uns bedeutungsvoll ist, sondern ihr Werk. Wir glauben anhand ihrer Kennzeichen, ihres Schrifttums und auch ihres persönlichen Lebens, dass sie eine prophetische Begabung hatte, dass Gott sie gebraucht hat, um Botschaften weiter zu vermitteln. Nun, manche sehen das nicht so, manche haben da ein Problem damit, dass Adventisten eine Prophetin haben oder das behaupten. Mir persönlich ging es nie so, ich hatte nie das Problem. Wenn ich als Kind von ihr gehört habe, wir haben in unseren, meistens in den Sabbat-Anfangs- und Sabbat-Schlussandachten als Familie aus ihren Büchern gelesen, fand ich das immer interessant. Und als ich sie dann selber auch zur Hand genommen habe, und wir hatten vor allem so diese Entscheidungsserie, die 5 großen Bände, die eigentlich so die ganze Menschheitsgeschichte behandeln,
Da habe ich von Anfang an gespürt, wenn ich diese Bücher aufgeschlagen habe, zum Beispiel das Leben Jesu, das ist was Besonderes. Da war für mich eine Kraft drin, eine Klarheit und etwas Packendes, das kannte ich von keinem anderen Buch, mal abgesehen von der Bibel. Und ohne dass ich jetzt viel wusste über Ellen White als Person und ihr Leben, habe ich immer gespürt, da ist was Besonderes dahinter. Das ist nicht einfach nur menschliche Literatur. Deswegen hatte ich nie Zweifel. Und in der Hinsicht war das für mich ein großer Vorteil, denn ich konnte ganz unvoreingenommen und auch sehr offen das lesen, was sie geschrieben hat. Und in der Lektüre dieser Bücher, besonders das Leben Jesu, bin ich auf die Thematik der Rechtfertigung und eben auch Stichwort Vollkommenheit, ist ja ein Teil der Bergpredigt, wo Jesus selbst dazu eine Aussage macht, den sie dann auch kommentiert in dem Buch Das Leben Jesu und erklärt, dass das wirklich auch so gemeint ist, wie Jesus das geschrieben hat. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Diese Entdeckung, und das war ja nicht das einzige Zitat, denn sie spricht ja sehr häufig davon. Das hat mein Leben sehr geprägt. Das hat mich damals tief beeindruckt und gleichzeitig wurde es zur größten Herausforderung meines Lebens, kann man sagen, an der ich dann auch fast gescheitert wäre. Mein Leben ging dann weiter. Ich habe eine Bekehrung erleben dürfen mit etwa 16 Jahren und ich war ein sehr rebellisches Kind. Meine Eltern sagen, ich war das Schlimmste von allen in der Pubertät. Und dann hat sich alles sehr deutlich und fast schlagartig verändert mit diesem Bekehrungserlebnis, das ich hatte, wo ich gespürt habe, dass Gott sehr deutlich zu mir gesprochen hat. Nicht hörbar, aber ich habe seine Kraft gespürt, die mich zu sich gezogen hat, heraus aus dem Sumpf, heraus aus dem, was mich runterziehen wollte und wo ich gespürt habe, das kann ich alleine nicht bewältigen. Gott hat da wirklich eingegriffen in mein Leben. Gut, ich bin aufgewachsen, habe Abitur machen dürfen, habe die Entscheidung selber dann getroffen, etwas später Theologie zu studieren und bin auch in den Predigtdienst oder Pastorendienst, sagt man heute, gegangen und war fast 3 Jahre dann in Leipzig. Also ich bin selber in Niedersachsen groß geworden, bin mehr so ein Nordlicht, bin dann aber nach Leipzig gegangen. Es war auch eine sehr schöne Zeit, aber in dieser Zeit hat sich etwas herauskristallisiert und ist sozusagen, hat sich zugespitzt, was etliche Jahre, viele Jahre nach meiner Bekehrung mich doch begleitet hat. Obwohl ich Gott dienen wollte und überzeugt war und das auch eine bewusste Entscheidung damals für Gott gewesen ist, bestand mein Leben sehr stark aus einem Auf und Ab, geistlich betrachtet. Es gab immer diese Sonnenphasen und dann kam wieder ein Tal, eine Talsohle, wo es viel Schatten gab. Es gab Zeiten, wo ich das Empfinden hatte und das erleben durfte, dass ich geistlich stark war, wenn man das mal so ausdrücken darf. Und es gab Zeiten, wo ich mich immer wieder heruntergezogen gefühlt habe und Niederlagen erleben musste und gemerkt habe, es gibt Dinge in meinem Leben, ich versuche sie zu überwinden, ich versuche sie in den Griff zu bekommen, aber es schien praktisch immer nur eine Frage der Zeit zu sein, bis ich doch irgendwie wieder immer in dieser Grube gelandet bin. Das hat mich mehr oder weniger über lange Jahre begleitet. Und in meiner Zeit, wo ich dann den Predigtdienst begonnen habe, ich war in der Zeit auch noch nicht verheiratet, ich war alleine, ist das einfach so stark geworden, dass es an den Punkt kam, wo ich dachte, das wird jetzt übermächtig. Und wo ich gemerkt habe, hier entsteht eine Spannung, die kann ich mit meinem Predigtdienst gar nicht mehr verantworten. Ich fühlte mich als Heuchler. Ich war immer ein doch eher wahrheitsliebender Mensch und habe gemerkt aber, dass ich mich hier entwickelt habe in eine Richtung, wo ich dachte, ein
Pastor sollte so nicht leben, war für mich ganz klar. Aber ich hatte auch nicht den Schlüssel oder das Rezept, wie komme ich hier raus? Und hatte auch nicht den Mut, darüber offen zu reden. Das war die Situation und das war dann das Rezept dafür, dass irgendwann die Entscheidung da war, die nicht mal eine wohlüberlegte Entscheidung war, sondern ein Stück weit aus Verzweiflung und Angst und der Unwissenheit, was kann ich noch tun, wie kann es weitergehen, wie kriege ich das in den Griff, entstanden ist. Und das war die Entscheidung, dann meinen Pastorendienst aufzugeben. Das war eine echte Lebenskrise. Das hat mich sehr erschüttert, weil ich damit nie gerechnet hatte. Ich war ein Stück weit wie Petrus, der damals zu Jesus sagte, weißt du, die anderen mögen dich verlassen, aber mir wird das nicht passieren. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal zu denen gehörte, denn das passierte doch nicht gerade selten, die nach einiger Zeit den Predigtdienst aufhören. Ich war mir irgendwie sicher, ich bleibe dran. Ich bin ein Baum, der dem Sturm widerstehen kann. Aber so war es nicht. Also natürlich hat es meinem Stolz wehgetan, das war die eine Geschichte, dass ich dann zugeben musste, ich bin hier an diesem Punkt gescheitert, denn ich hatte diesen Beruf aus Überzeugung gewählt, aus Idealismus. Aber das größere Problem war eigentlich meine Beziehung mit Gott, dass ich Gott nicht verstanden habe. Weil ich wusste, ich kannte Gott so, er ist ein Gott, der unser Bestes will, der ein liebender Vater ist und der uns natürlich auch den Sieg über unsere Schwächen und über unsere Sünden schenken möchte. Das war für mich immer klar gewesen. Deswegen diese tröstlichen Erklärungen, die aber doch mehr so ein Trostpflaster sind für Menschen, die immer wieder versagen, die so ein oberflächliches Trostpflaster draufkleben, die waren mir schon bekannt. Ich bin in diesem Milieu in der Gemeinde auch aufgewachsen. Ich habe viele Argumente und Erklärungsversuche gehört, auch zu bestimmten Bibelversen, die da recht deutlich sind in der Hinsicht. Aber sie haben mich nie befriedigt. Ich habe rein logisch, intellektuell haben sie mich nicht befriedigt und ich wusste auch, sie können einen innerlich nicht zufriedenstellen. Deswegen habe ich die nie so akzeptiert für mich. Ich wollte immer das Ganze, ich wollte das Echte, ich wollte den Dingen an die Wurzel gehen. Und jetzt stand ich da und hatte eigentlich sowas wie eine Spaltung in mir. Da war die Überzeugung auf der einen Seite, da war auch mein Gottesbild, das mir gesagt hat und die Aussagen der Bibel, du kannst ein neues Leben führen, du kannst frei werden von allem, was dich bedrängen will, du kannst in Versuchungen auch treu bleiben. Und dagegen stand mein eigenes Erleben, das an diesem Punkt mich in eine Lebenskrise geführt hatte. Also es war eine Realität, ich konnte sie einfach nicht leugnen. Wie sollte ich damit jetzt klarkommen? Und ich habe das Problem erstmal so gelöst, war natürlich überhaupt keine Lösung, dass ich das alles verdrängt habe. Denn ich war mit meinem Latein am Ende. Ich konnte mir das nicht erklären und ich habe dann das getan, was der leichteste Weg von allen war. Ich habe mehr oder weniger meinen Glauben praktisch über Bord geworfen und ich habe einfach so gelebt, wie ich Lust hatte. Ich habe mich einfach treiben lassen und ich habe meinen Wünschen und Impulsen freien Lauf gegeben, gegen meine eigene Überzeugung, weil ich wusste, das ist nicht richtig und ich wusste, das schadet mir. Aber ich habe keinen besseren Weg gesehen und natürlich zieht dann auch das Fleisch, sozusagen die eigenen sündigen Begierden, und das war dann meine Lösung, sozusagen. Das ging etwa 2 Jahre. In der ersten Zeit war es wie eine Art Erleichterung, weil ich dachte, ich werfe diesen Ballast über Bord, diesen Konflikt. Ich kümmere mich einfach nicht mehr drum. Aber dann habe ich das gemerkt, was die Bibel eben auch deutlich sagt. Es war eigentlich die Erfahrung des verlorenen Sohnes. Solange noch das Geld da ist, solange du gesund bist, es dir gut geht,
solange du Kapital hast, was ja alles uns von Gott geschenkt ist, kannst du in gewisser Weise eine Zeit lang ein sündiges Leben genießen. Es hat einen gewissen Reiz. Aber zwangsweise führt es dich immer tiefer. Du bezahlst teuer dafür. Und diese Erfahrung habe ich auch bitter machen müssen. Es wurde immer schlimmer, es wurde immer unangenehmer. Es kam so weit, dass ich Angst bekam um meine Zukunft, dass ich Angst bekam um meine Gesundheit, dass ich irgendwann Todesangst bekam, weil ich dachte, ich habe mein Leben nicht unter Kontrolle. Und wenn das weiter so geht und immer extremer wird, dann überlebe ich das irgendwann nicht. Und das war eine furchtbare Situation. Gott hat wieder eingegriffen. Hm. Gott sei Dank, muss ich sagen. Nach etwa 2 Jahren hatte ich ein besonderes Erlebnis. Ich war eingeladen auf so eine Art Chorkonzert, ein christliches, und ich bin dorthin gegangen, weil eine bestimmte Person mich eingeladen hat, die mich interessiert hat. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, es war ein Mädchen. Ich will nur damit sagen, dass ich sonst gar nicht dahin gegangen wäre. Mhm. Ich hatte jetzt kein Interesse daran. Es war eben ein christlicher Chor. Und sie haben dort ein Lied gesungen, was irgendwie mit der Kreuzigung zu tun hatte. Und als ich dieses Lied gehört habe, da entstand auf einmal in mir ein Bild vor meinem geistigen Auge. Es war nicht eine Vision oder ein Traum, es war einfach nur ein Bild. Aber es war sehr lebendig, dieses Bild. Und in diesem Bild sah ich die wütende Menge, die gerufen hat vor Jesus, vor Pilatus, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und ich sah mich selbst in dieser Menge und habe mitgerufen, kreuzige ihn. Und ich habe das gesehen und ich war erstmal total schockiert. Ich dachte, was ist das denn? Das kann doch nicht wahr sein. Denn rein vom Kopf her wäre ich nie so weit gegangen. Ich hätte mich nie in so einer Position gesehen, dass ich also jetzt so offen Christus verleugnen würde. Aber der Heilige Geist hat an mir gearbeitet und hat mir bewusst gemacht, das bist du wirklich. Ja? Das ist eigentlich deine Situation. Da ist nicht nur in deinem Herzen irgendwie jetzt Verzweiflung und Enttäuschung über Gott. Warum hat er das alles zugelassen? Ich habe ihm einfach Vorwürfe gemacht. Sondern ja, da ist tatsächlich auch Feindschaft, Hass. Und Gott hat mir in dem Moment sehr deutlich gezeigt, dass der Weg, den ich jetzt gehe, der führt mich in den Tod, und zwar in den ewigen Tod. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Dann habe ich gesagt, okay, lieber Gott, ich weiß zwar nicht, wie das alles weitergehen soll, und ich habe immer noch keine Lösung. Ich habe auch vorher manchmal gebetet, ja. Wie man so betet, vielleicht auch als ungläubiger Mensch. Aber mein Leben war in meiner Hand. Ich war kein Christ. Ich habe nicht als Christ in dieser Zeit gelebt, überhaupt nicht. Obwohl ich dann auch später eine Zeit lang schon wieder in den Gottesdienst gegangen war. Aber mein Leben war in meiner Hand. Ich habe dann aber gesagt, okay, lieber Gott, nimm es in deine Hand. Ich habe noch keine Lösung. Ich habe noch keine Antworten wirklich auf meine Fragen. Eigentlich möchte ich gar nicht so wirklich, weil ich will nicht zurück in dieses alte Leben, des Aufs und Abs und Auf und Ab und so weiter. Ich will nicht zurück in dieses Leben. Aber ich sehe, so wie ich jetzt bin, bin ich auf einem ganz gefährlichen Weg. Also nimm das in deine Hand. Mach das irgendwie. Und Gott hat dieses Gebet erhört. Es hat etwas Neues begonnen, nicht schlagartig, aber ich habe wieder angefangen, meinen Weg mit Gott zu gehen. Ich habe wieder angefangen, regelmäßig die Gemeinschaft mit Gott zu suchen, Kontakt zu suchen, Bibel zu lesen, Andacht zu machen, mich damit zu beschäftigen. Und dann gab es später ein Erlebnis, wo Gott mir dann das, was mir am Anfang gefehlt hat,
Das war so ein bisschen so eine zähneknirschende Entscheidung. Okay, lieber Gott, bitte hilf mir, weil ich einsehe, irgendwie geht es anders nicht. Ich alleine komme in eine Sackgasse, das geht in die Katastrophe. Okay, mach du es. Aber es kam nicht so aus tiefem Herzen. Und das hat Gott mir dann danach geschenkt, einige Zeit danach. Es war auch wieder ein Erlebnis in einer Andacht, wo ich gemerkt habe, dass all meine inneren Vorwürfe gegen Gott, gegen Jesus, dieser Groll, dieses Unverständnis, warum lande ich immer wieder in diesem Tal, warum hilft Gott mir nicht, er könnte es doch, ich möchte doch eigentlich frei davon werden. Und das habe ich mit mir rumgetragen. Und hatte mir in einem Moment schlagartig klar gemacht, dass ich einer Lüge aufgesessen bin. Dass dieses Bild, diese Vorwürfe von Gott, dass die vollkommen unberechtigt waren. Er hat mir gezeigt, dass Jesus mich immer geliebt hat und dass er immer mein Bestes gewollt hat, dass er immer mein bester Freund gewesen ist und dass ich das einfach noch nicht gesehen habe. Und in dem Moment tat mir das so unglaublich leid, ja, meine ganzen Vorwürfe und dass ich Gott so lange den Rücken gekehrt hatte mit meinem Leben, da bin ich einfach nur zerbrochen. Ja. Ich musste anfangen zu heulen, spontan, und habe einfach nur wirklich gesagt in diesem Moment, lieber Herr Jesus, vergib mir. Ich habe es wirklich ausgesprochen. Und das war dann ein interessantes Erlebnis, das ich vorher nie hatte und danach auch nie mehr gehabt habe. Ich habe nämlich Jesus zu mir sprechen gehört. Diesmal wirklich gehört. Ich habe ihn wirklich gehört. Und er hat einfach nur gesagt, ich vergebe dir. Also sofort danach, ich vergebe dir. Ja, das war ein sehr, sehr besonderes Erlebnis. Und ich habe da das erlebt, was die Bibel auch sagt. Die Güte Gottes ist es, die uns zur Buße leitet. Entschuldigung. Muss mal gerade ein bisschen. Ja, Entschuldigung. Alles gut. Passiert manchmal einfach so. Aber gut. Ja, die Güte Gottes leitet uns zur Buße. Das habe ich dort wirklich erfahren dürfen, weil der Geist Gottes hat mir die Güte gezeigt, die Liebe Jesu, und da ist der ganze Groll einfach zerbrochen. Und dann hat Gott eine ganz tiefe Liebe in mein Herz gelegt, weil das hat mich so beeindruckt, dass Jesus mich immer geliebt hat und dass er diese Dinge auch alle mir dann vergeben hat. Und da fing ein neues Kapitel an in meiner Nachfolge Jesu. Und aber es war nicht wie im Märchen. Und wenn sie nicht sozusagen, das fortan gab es keine Konflikte mehr, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute glücklich miteinander. So war es nicht, aber ich kann wirklich sagen, auch wenn die Konflikte geblieben sind und ich auch auf und ab noch erleben musste und auch jetzt manchmal noch kenne, merke ich und habe ich immer gemerkt, Gott geht mit mir weiter. Er geht einen Weg, wo er meine Erkenntnis vertieft und wo sich auch meine Erfahrung vertieft mit ihm. Und wo die Zuversicht und diese feste Hoffnung und das Wissen, er führt das ans Ziel, was er begonnen hat, in mir immer stärker wird. Und ich mit immer größerem Glauben auch diesen Weg und größerer Freude und Dankbarkeit den Weg gehen kann. Also das ist so, Kurzfassung ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, aber es hat viel auch mit diesem Thema zu tun und sagt auch ein bisschen, warum das Thema für mich so wichtig geworden ist und wie ich das selber erlebt habe und warum mir dieses Ringen auch vertraut ist und ich auch verstehen kann, dass andere, die damit ringen und vielleicht zu einer anderen Lösung gekommen sind oder sich noch an einem anderen Punkt in ihrem Leben befinden, auch manche Dinge vielleicht ablehnen und dagegen
Widerstand leisten. Ja, danke schön, Johannes, für die Offenheit. Ich denke, das ist sehr wichtig, das ein bisschen zu verstehen, diesen Hintergrund dazu, wenn wir gleich auf ein paar spezielle Punkte in deinem Buch auch kommen. Ganz kurz noch gerade, wo stehst du jetzt heute? Was machst du aktuell jetzt? Ja, genau. Ich setze mal ganz kurz die Biografie fort. Ich habe, als ich dann aufgehört habe als Pastor, musste ich natürlich etwas anderes machen. Ich habe mich dann entschieden für ein Studium der Informationstechnik an der Berufsakademie. Es hat 3 Jahre gedauert. Das ist ein duales Studium. Ich konnte da schon mein eigenes Geld verdienen, ein Ausbildungsgeld, und konnte deswegen auch das nahtlos machen. Ich war nicht auf meine Eltern angewiesen, konnte eine eigene Wohnung bezahlen und so mein eigenes Leben unterhalten. 3 Jahre ging das. Das war Informationstechnik, da habe ich vor allem Programmieren gelernt, war in einer Softwarefirma. Ich habe das deswegen gewählt, weil ich schon immer ein vielseitig interessierter Mensch war, und Computer und Programmierung hat mich schon in der Jugend sehr interessiert, hat mich immer fasziniert, und da dachte ich, das machst du jetzt mal. In der Zeit war ich so im Raum Tübingen, Stuttgart, habe dann auch einige Jahre in 2 Firmen gearbeitet als Programmierer. Ich bin dann besonders mit der prophetischen Botschaft der Bibel in Berührung gekommen, durch Vorträge, durch Seminare. Das hat mich dann sehr beschäftigt und hat in mir so eine große Wiederkunftserwartung geweckt. Und dann kam irgendwo der Punkt, wo ich gedacht habe, ich bin hier in dieser Firma, ich verdiene auch gut, es macht mir auch sehr viel Spaß, meine Arbeit. Aber ich habe keine Ewigkeitswerte, ich sehe hier keine Perspektive. Jesus kommt wieder, so viele Menschen wissen nichts davon. Was machst du hier in dieser Firma? Es ging irgendwann nicht mehr. Ich habe dann selbst gekündigt, habe mich ein Jahr lang ein bisschen mehr auch mit der Gesundheitsarbeit beschäftigt. Und Gott hat es dann so geführt, dass ich in ein großes adventistisches Missionswerk berufen wurde als der erste Mitarbeiter. Amazing Discoveries, sicherlich ganz vielen bekannt. Und das war eine wunderbare Zeit. 13 Jahre, wenn ich es recht in Erinnerung habe, bin ich dort gewesen. Habe als Redakteur gearbeitet, aber auch als Entwickler. Wir hatten einen Webshop und auch andere Dinge. Ich konnte also dort meine beiden Berufe zusammenfließen lassen. Das war sehr gut und sehr schön. Und es war eine tolle Atmosphäre dort. Ich schätze die Leute dort sehr und bin ihnen immer noch allen sehr freundschaftlich verbunden. Besonders auch Stan und Petra Sedelbauer, die das Werk aufgebaut haben. Und dann kam ein Punkt, und das hat auch zu tun mit der ganzen Thematik, wo in mir so eine Überzeugung und ein Drang gewachsen ist, etwas Neues zu beginnen, einen eigenen Weg einzuschlagen. Und jetzt bin ich seit fast einem Jahr selbstständig und mache eine Arbeit oder baue sie auf, ähnlich wie du es machst, Timo. Natürlich etwas anders gelagert vielleicht, aber es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen uns, das wissen wir auch inhaltlicher Art. Ein Ministry, wo ich versuche, mit meinen Fähigkeiten und Gaben Medien zu erstellen, Vorträge, Artikel, Videos und so weiter. Mit Schwerpunkt dieser Thematik der Rechtfertigung aus Glauben, sowohl nach innen für uns als Adventgemeinde, aber auch nach außen, weil das nichts anderes ist als das ewige Evangelium, das in die ganze Welt gehen muss. Das ist mein Stand heute. Und das Ministry, das heißt? Ja, ich habe hier eine kleine Visitenkarte, das heißt Adventesen Medien. Adventesen ist ein Kunstwort, also das besteht aus Advent, oder es klingt ein bisschen wie Adventisten, aber da sind die Thesen drin. Adventesen heißt nicht Adventthesen, wie es manchmal missverstanden wird, sondern Adventesen. Und das ist vor dem Hintergrund dieses Buches entstanden, 95 Thesen, da kommen wir ja noch drauf. Deswegen habe ich diesen Titel gewählt, Adventesen Medien. Und ja, wenn ich das vielleicht kurz sagen kann, auf der Rückseite der Karte, da sind 2 kurze Bibelverse, das heißt, macht Bahn, bereitet den Weg des Herrn. Das ist unsere Aufgabe als Adventgemeinde, wir sind Wegbereiter. Und darunter steht ein Spruch, den ich gewählt habe, der eigentlich das, was mir auf dem Herzen liegt, was mir wirklich ein Herzensanliegen ist, der das gut zusammenfasst, was auch der Inhalt meines Ministries ist. Und hier heißt es,
Gott kann das Werk durch uns nur vollenden. Und darüber reden wir ja. Das Evangelium soll in die ganze Welt getragen werden. Gott kann das Werk durch uns nur vollenden, wenn wir ihm erlauben, das Werk in uns zu vollenden. Du hast noch einen Telegram-Kanal? Ja, genau. Danke, dass du darauf zu sprechen kommst. Ich habe einen Telegram-Kanal, der heißt auch Adventesen. Mhm. Das ist ein offener Kanal, findet man also, wenn man einfach dieses Schlichtwort Adventesen eingibt, aber nur mit einem T, sonst findet man ihn nicht. Und dort veröffentliche ich jeden Tag ein ermutigendes, inspirierendes, nachdenkliches, manchmal auch aufrüttelndes Zitat aus dem Schrifttum von Ellen White. Und das ist so ein weiter, riesiger, großer Schatz, dass es nie langweilig wird. Das ist für mich ein großes Vorrecht. Also ich kann jeden nur einladen, den Kanal zu abonnieren. Nicht, weil ich ihn mache, sondern einfach wegen der Inhalte. Für mich ist das so ein Schatz, es wird mir immer wertvoller. Und ich habe mich gedrungen gefühlt, auch diesen Schatz weiterzugeben. Jeden Tag ein Zitat. Und wo auch diese Thematik immer wieder aufgegriffen wird, weil mir aufgefallen ist, dass selbst unsere eigene Gemeinde, die Adventisten, obwohl wir das Schrifttum von Ellen White haben, auch auf Deutsch doch relativ viel haben, dass bestimmte Teile ihrer Aussagen, gerade in diesem Bereich, gerade auch zum Thema der Vollendung, Vollkommenheit, dass man die gar nicht kennt. Und da gibt es so viel, und ich habe mir gesagt, das muss einfach bekannter werden. Und die Menschen müssen sehen, dass das nicht nur ein Randthema ist, dass es dann nicht nur zwei, drei vereinzelte Aussagen gibt, sondern eine Menge, eine Flut. Das ist ein roter Faden, das ist ein Hauptthema, das sich durch alles hindurchzieht. Und daran habe ich sehr viel Freude. Schön. Ja, mir ist der Kanal auch schon immer mal wieder zum Segen geworden. Ich bin auch dort Teil, und es ist immer mal wieder durch den Tag. Du stellst ja mal morgens um 5 Uhr, glaube ich, kommen die meistens rein, ne? Ja. Und ich lese die nicht immer direkt morgens, aber auch manchmal durch den Tag irgendwann, um mir kurz nochmal wie so ein Gedanken, so eine Erinnerung etwas zu holen, und mache kurz wie so eine kleine Andacht dann damit. Habe auch schon erlebt, dass ich manchmal an Predigten am Arbeiten war und dann ich genau bei dir im Kanal dann so eine Aussage gefunden habe, die exakt zu dem Thema gepasst hat. Also können wir euch nur ermutigen, wirklich auch in diesem Kanal beizutreten. Und vor etlichen Jahren, ich hatte eingangs gesagt, ich habe ja auch so meine Erfahrung mit dem Thema gehabt und wie mich das wirklich sehr stark geprägt hat. Und ich sehe in meiner eigenen Erfahrung, wie es da so Meilensteine gab. Und einer dieser Meilensteine, ich hörte vor etlichen Jahren, bestimmt schon 6, 7 Jahre her, hörte ich einen Vortrag von Dennis Priebe. Und in diesem Vortrag erwähnte er ein Buch, was wir auch jetzt hier haben, und zwar das Buch The Return of the Latter Rain, geschrieben von einem Glaubensbruder aus Amerika, Ron Duffield. Und ich habe dieses Buch gelesen, und ich lasse dich gleich was zum Inhalt sagen, aber mich hat dieses Buch so wachgerüttelt. Ich glaube nicht umsonst, dass in den Prophetenschulen eines der Fächer heilige Geschichte war. Als ich das gelesen habe, hat es mir so ein tiefes Verständnis gegeben und auch zum Stand, wo unsere Gemeinde steht. Und ich habe mir gedacht, dieses Buch muss übersetzt werden. Das muss ins Deutsche kommen. Und ich habe dann überlegt, und weil ich selber dem Englischen jetzt nicht so gut bin, dass ich es übersetzen könnte, dass es fehlerfrei ist, habe ich gedacht, wen könnte ich da finden, wer könnte das machen. Und irgendwie, ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern, irgendeiner hat mir dann mal gesagt, sprech mal mit dem Johannes Kolecki. Und wir kannten uns damals noch nicht. Ich habe dich zwar schon öfter mal gesehen auf Vorträgen, und wir haben uns aber noch nie wirklich persönlich mal unterhalten. Und dann war es dann mal soweit, dass wir uns begegnet sind. Und ich habe dich dann auf dieses Buch angesprochen. Und dann hast du mir erzählt, dass du zu dem Zeitpunkt sogar schon mal eine Zeit lang an dem Werk selber gearbeitet hattest, an den Übersetzungen. Und ich weiß, dass das Buch auch für dich ein entscheidender Einschlag war in deinem Leben. Vielleicht kannst du kurz mal was zu dem Buch sagen. Ja, danke schön, gerne. Ja, ich hatte das Buch angefangen zu übersetzen, so 2, 3 Kapitel. Und ja, gut, du kommst noch darauf, es liegt ja inzwischen Gott sei Dank auf Deutsch vor. Ja. Darüber bin ich auch sehr froh. Nun, ich hatte ja gesagt, ich habe Theologie studiert, und Adventgeschichte ist natürlich ein Teil davon. Und
Dieses Buch kreist eigentlich um eine sehr schicksalhafte Generalkonferenz der Adventgemeinde. Generalkonferenz bedeutet, dass aus allen Teilen der Welt, wo es Adventisten gibt, Delegierte zusammenkommen. Es ist sozusagen das höchste Organ, das wichtige Dinge bespricht und Entscheidungen trifft. Ja? Und diese Generalkonferenz fand 1888 statt. Und wenn ich das kurz mal in die Hand nehmen darf, oder wir können auch das Deutsche nehmen, denn der Titel ist der gleiche, Die Rückkehr des Spätregens. Und da gibt es ja einen Untertitel, der macht das ganz gut deutlich. Ein historischer Rückblick auf die Geschichte der Siebenten-Tags-Adventisten von 1844 bis 1891. Also 1888 fand diese wichtige Konferenz statt, die eigentlich das Hauptthema dieses Werkes ist, Minneapolis. Das ist so ein Schlagwort, das viele Adventisten schon gehört haben, aber nicht sehr viel damit verbinden können. Und ich hatte Theologie studiert, wir haben auch diese Geschichte teilweise besprochen, das stimmt, aber ein bisschen oberflächlich und vielleicht nur von einem bestimmten Blickwinkel. Damals hat mich das gar nicht groß berührt. Ich habe damit nicht viel verbunden. Und es ging mir so eigentlich wie fast allen Adventisten heute, vermute ich mal, dass sie sagen, ja, da war mal was, aber für uns ist das heute eigentlich nicht mehr von Bedeutung. So, und dann bekam ich dieses Buch in die Hand. The Return of the Latter Rain. Und wenn es heißt Return, die Rückkehr, dann hat der Titel ja schon eine gewaltige Aussage. Und der Titel ist eigentlich Programm. Die Rückkehr des Spätregens. Jetzt muss man verstehen, ich erkläre das kurz, was Spätregen bedeutet in adventistischem Sprachgebrauch. Spätregen ist eine Bezeichnung für die Ausgießung des Heiligen Geistes in einer ganz besonderen Fülle. Pfingsten damals in der Urgemeinde war der Frühregen in biblischer Terminologie. Und der Spätregen geschieht kurz vor der Wiederkunft Jesu und führt dazu, dass das Evangelium nochmal in Vollmacht in der ganzen Welt verkündigt wird und die Menschen auch in den Verkündigern sehen, Christus lebt in ihnen. Sie leben das, was sie verkündigen. Das wird der Spätregen bewirken. Bis jetzt ist er noch nicht gefallen. Denn das wird ein Ereignis sein, das wird niemand übersehen. Und das wird sehr weitreichende Folgen haben, die nicht nur die Geschwister, sondern die ganze Welt erkennen wird. Aber hier steht davon, dass er wiederkommt und dann heißt es, er war schon mal da. Alle Adventisten leben eigentlich in der Erwartung, der Spätregen, der liegt noch vor uns und irgendwann schickt Gott den einfach und das Timing ist seins, das können wir nicht beeinflussen, aus welchen Gründen auch immer, hält er das bis jetzt noch zurück. Aber wenn es kommt, dann gibt es einen gewaltigen Aufbruch und dann entsteht eine gewaltige Bewegung, dann geht alles ganz schnell und dann ist das Werk abgeschlossen und Jesus kommt wieder. Dieses Buch sagt, der Spätregen war schon mal da, zumindest in seinen Anfängen. Und wenn er schon mal da war, aber heute, 1888 war damals so der Höhepunkt, heute sind wir 130 Jahre später und sehen nichts davon. Keine großartigen Erweckungen, keine weltweiten evangelistischen Bemühungen, nichts, was die Welt aufrüttelt. Naja, dann ist er offensichtlich nicht mehr da. Er war schon mal da, jetzt ist er nicht mehr da. Und da entstehen zwei ganz wesentliche Fragen, nämlich, was hat damals dazu geführt, dass er schon begonnen hatte? Dass er schon zu tröpfeln begonnen hatte? Ja, das wäre die logische Frage eigentlich, die man sich stellen muss. Natürlich, weil wenn wir darauf warten und uns vielleicht sogar danach sehnen und dafür beten, dass die letzten Ereignisse doch geschehen mögen, dass endlich Gottes Reich kommt und das Elend auf dieser Welt einen Abschluss findet, dann ist das natürlich für uns brennend interessant zu fragen, ja, wie ist es denn damals dazu gekommen? Denn die logische Schlussfolgerung wäre, wenn wir das Gleiche tun oder verstehen oder glauben oder verkünden wie damals, dann wird es heute wieder geschehen. Ja, und die zweite Frage ist natürlich,
von der wir dann lernen müssen. Was hat es denn damals aufgehalten oder was hat dazu geführt, dass es in den Anfängen dann wieder erstorben ist, veräppt ist? Was waren die Hindernisse? Und haben die vielleicht, spielen die vielleicht auch heute noch eine Rolle und sind der Grund dafür, dass wir bis jetzt heute noch nicht den Spätregen haben, obwohl seit Jahren und Jahrzehnten über Erweckung und Reformation in der Adventgemeinde gesprochen wird und immer wieder das beschworen wird und man dafür betet und besondere Veranstaltungen abhält, aber wir schaffen es nicht durchzubrechen. Der Durchbruch ist bis heute ausgeblieben. Warum? Dieses Buch hat Antworten. Und deswegen habe ich das gleiche Erlebnis gehabt wie du, Timo. Es hat mich tief gepackt, im positiven wie im negativen Sinne. Weil im positiven, weil ich dachte, wow, was da ans Tageslicht kommt. Ich habe zum ersten Mal Zusammenhänge verstanden zwischen unserer heutigen Situation und dem, was damals geschehen ist. Verbindungslinien, wo man sagen kann, da ist eine Ursache und da ist eine Wirkung, die sieht man heute. Und auf der anderen Seite war ich so erschüttert, dass da entscheidende Weichen gestellt worden sind oder entscheidende Anfänge geschahen, die jeden Adventisten in Aufregung, helle Aufregung versetzen müssten, ja, und tief interessieren müssten. Aber ich muss ein Buch lesen, das ich irgendwo zufällig in Anführungsstrichen entdecke, um davon zu erfahren. Und ich bin seit, ich weiß nicht, wie alt war ich damals, in den 40ern, ich bin seit 40 Jahren Adventist oder so und habe davon nie was gehört. Warum nicht? Das darf doch nicht wahr sein. Darf doch nicht wahr sein. Also ging es mir auch ein bisschen, als ich meine, das war bei mir jetzt noch keine 40 Jahre, ich war relativ frisch Adventist geworden. Aber mich hat diese Thematik immer beschäftigt, als ich 1. Johannes Kapitel 3 gelesen habe, und weil das mir immer Hoffnung gegeben hat. Für mich war das nie irgendwie, wenn wir jetzt über Vollendung nachher noch ein bisschen mehr sprechen, irgendwie, es war für mich nie ein Krampf oder sowas gewesen, diese Thematik. Ich dachte immer, das ist doch genau die Gnade, das Versprechen des Evangeliums. Und als ich dann auch dieses Buch gelesen habe, und ich, genau wie du das jetzt gerade beschreibst, diese Erfahrung gemacht habe, kann man so ein bisschen vor wie in Josias Zeiten damals, als sie das Gesetz wiederentdeckt haben. Genau. Ja, und sie dachten, wow, was haben wir alles eigentlich vergessen und warum hat uns das nie jemand erzählt? Mhm. Ja, ich habe auch erlebt, als ich angefangen habe, diese Thematiken dann selber zu verkünden, dass Menschen gekommen sind und haben gesagt, warum hören wir nie darüber in unserer Gemeinde? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt unserer Geschichte. Und ich denke, dass das damit einfach viel zu tun hat, ist, wie du auch sagtest, es ist einiges über diese berüchtigte Konferenz in Minneapolis geschrieben worden von vielen adventistischen Autoren, besonders von 2, 3, die sind da Vorreiter drin. Aber diese Bücher geben eigentlich nicht das wieder, was damals wirklich geschehen ist. Und dass es nicht einfach nur ein Geschichtsaspekt ist, den man mal gehört hat, das ist schön, das ist Adventgeschichte, ja, sondern dass es wirklich, dass man sieht, hier ist was abgedeckt, was wir wiederentdecken müssen, was uns, ja, oder was den Weg letztendlich bereiten kann für die Vollendung des Werkes. Ja. Und wir sind sehr dankbar, dass dieses Buch mittlerweile jetzt übersetzt ist. Man bekommt das Buch im New Start Center, da könnt ihr euch dieses Buch bestellen, gibt es jetzt auf Deutsch, wie gesagt, und möchten euch das wirklich von Herzen anbefehlen, euch dieses Buch zu besorgen, wenn ihr es noch nicht habt, und das wirklich mal unter Gebet lest. Genau. Vielleicht darf ich noch eine ganz kurze Ergänzung machen, Timo, weil du das gerade angesprochen hast, dass Minneapolis ja durchaus bekannt ist und es auch viele adventistische Bücher gibt, die das besprechen, aber eben aus ihrem bestimmten Blickwinkel. Ja. Und eine Sache, die ich wirklich sehr schätze an diesem Buch, und ich kann das nur jedem Adventisten oder wer darüber hinaus auch interessiert ist, absolut empfehlen, ist, dass der Autor auf eine sehr demütige Weise, aber sehr gründlich die ganze Materie behandelt, in der Hinsicht, dass er sich sehr eng an die historischen Fakten hält. Er hat das wirklich exzellent recherchiert in den ganzen Dokumenten von Ellen White und den Pionieren und was dort zu finden ist. Ja. Er hat wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Und er geht auch, besonders in den Fußnoten, auf diese anderen Werke ein und Autoren, die eben aus ihrer Sicht die Dinge beleuchten und interpretieren und zeigt,
die Schwachpunkte. Ja. Er zeigt auf, warum die eine oder andere Schlussfolgerung eben nicht korrekt ist, nicht den historischen Tatsachen entspricht. Mhm. Und das hat mir wirklich die Augen geöffnet, denn ich war auch geprägt von diesen Autoren, direkt oder indirekt, ob man das jetzt direkt liest oder einfach von Lehrern und anderen hört, die davon beeinflusst sind, und bin in dieser Sicht der Dinge, habe ich gelebt als Adventist, und deswegen habe ich auch nicht viel erwartet von Minneapolis oder dass ich mich damit beschäftigen sollte. Warum auch? Das würde sich ja nicht lohnen. Wir haben ja alles schon in trockenen Tüchern, was die damals hatten. Wir haben das ja alles angenommen und leben darin heute. So ist das Verständnis. Aber das ist eine Selbsttäuschung. Ja. Dieses Buch ist exzellent in dieser Hinsicht, historisch, aber auch geistlich gesehen. Ich würde sagen, ein absolutes Muss für jeden Adventisten, der sich sehnt nach der Vollendung des Werkes, nach dem Abschluss, nach der Wiederkunft. Ja. Ich denke auch, dass Gott Ron Duffield sehr gesegnet hat. Ich hatte ja persönlich Kontakt mit ihm mehrmals gehabt, weil ich natürlich auch um die Rechte gefragt habe, dass wir das Buch übersetzen dürfen. Und habe ihn auch in persönlichen Kontakten, auch wenn ich ihn jetzt so gesehen habe, immer sehr, sehr demütige Menschen kennengelernt. Mhm. Und das ist sehr wichtig. Danke noch dafür, die Ergänzung mit den Fußnoten. Manchmal denkt man ja so, wenn man durch dieses Buch geht, es ist jetzt irgendwie ein bisschen dick und dann kommen da auch noch so Fußnoten, 2, 3 Seiten. Aber ich habe gemerkt, dass manchmal die Fußnoten noch interessanter waren, wie das, was er vorher geschrieben hat. Das ist so. Weil er einfach so deutlich aufzeigt, wie manche leider adventistische Autoren eine Geschichte wiedergeben, die nicht teilweise nur historisch, ich sag mal, falsch dargestellt ist, sondern teilweise, muss ich leider so sagen, böswillig über Charaktere gesprochen wird, in ein falsches Licht Menschen gerückt werden, wie es, wenn man dieses Werk jetzt liest, sieht, dass es dem nicht entspricht, wie es oft dargestellt wird. Ja. Ja. Genau. Genau, also daher seid ermutigt, euch wirklich dieses Buch zu besorgen. Es ist ein großer, großer Segen. Genau. Gut. Vielleicht noch ein Satz dazu, bevor wir gleich zu deinem Buch kommen. Jones und Wagner spielen ja eine ganz entscheidende Rolle. Und da können wir jetzt viel drüber reden. Und nur mal gerade kurz zu der Gedanke, was war denn Gottes Beabsichtigung, dass er diese beiden Männer eigentlich mehr damals in dieser Zeit, ich sag mal, wirklich berufen hat, dieses Verständnis der Erlösung der Gemeinde zu predigen. Ich meine, wir sind Adventgemeinde, wir glauben, dass wir das ewige Evangelium verkündigen. Aber was war denn eigentlich der Punkt? Ja, sehr gut, dass du das noch erwähnst. Der Gedanke kam mir auch gerade, dass wir noch gar nicht erklärt hatten, was ist denn dort passiert auf der Generalkonferenz 1888. Jones und Wegener waren die Hauptredner auf dieser Konferenz. Und sie hatten selber eine ganz interessante Geschichte. Sie haben Gottes Wort studiert. Und besonders den Erlösungsplan und Gerechtigkeit aus Glauben und sind unabhängig voneinander zu denselben Schlüssen gekommen. Und Gott hat ihnen ganz besondere Einsichten geschenkt, tiefer als bei anderen Adventisten, tiefer als es bisher der Fall gewesen war. Er hat sie besonders gesegnet. Ellen White bestätigt das an vielen Stellen ganz deutlich, dass sie wirklich Gottes Boten waren, unabhängig davon, was dann etliche Jahre später passiert ist. Gott hat sie gebraucht in dieser Zeit und noch etliche Jahre danach, nach Minneapolis. Sie haben sehr viel geschrieben, viele Artikel, Vorträge, Predigten, Bücher und so weiter. Besonders Wegener hat sehr viel geschrieben. Nicht nur, dass sie durch die Boten Gottes, Ellen White, bestätigt worden sind in ihrer Autorität, sondern auch, wenn man ihre Bücher liest, merkt man, sie hatten ein tiefes Verständnis. Das ist was Besonderes und wir dürfen nicht den Hochmut haben und in der Haltung dort rangehen. Das wissen wir doch alles schon, das kennen wir alles schon. Was sollen wir schon von denen lernen? Wir können sehr viel von ihnen lernen. Sie waren auch nur Menschen, aber Gott hat ihnen besondere Dinge offenbart. Ja, warum war diese Generalkonferenz so besonders? Die Adventisten sind ja aus der Miller-Bewegung entstanden. Und damals haben sich sozusagen die Christen aus allen Denominationen versammelt, die Gottes Wort wirklich ernst genommen haben, die Jesus geliebt haben und deswegen sich gefreut haben über die Botschaft, dass er bald wiederkommt. Dann kam die große Enttäuschung und so weiter. Viele sind weggegangen, aber einige sind doch geblieben. Und diese Bewegung ist gewachsen.
Das waren Menschen, die hatten alles aufgegeben für ihre Überzeugung. Sie haben wirklich gelebt, was sie geglaubt haben. Sehr beeindruckend, diese Geschichte zu lesen. Aber es verging nicht einmal 10 Jahre nach der großen Enttäuschung 1844. Dann musste Ellen White schreiben, auch wir Adventisten, so wurden sie damals schon genannt, wir sind lau geworden. Es gibt diese Laodicea-Botschaft in Offenbarung 3, wo Gott sagt, ihr seid nicht heiß, so wie ihr eigentlich solltet, ihr seid aber auch nicht kalt, wie ein Weltmensch, wie ein Gottloser, ihr seid dazwischen. Und damit kann ich nichts anfangen. Ich werde euch ausspucken aus meinem Mund. Tut Buße, kauft von mir Gold, weiße Kleider und Augensalbe. Diese Botschaft wurde dann an die Gemeinde selbst getragen. Das heißt, aus diesem Feuer der ersten Bewegung, das erlahmte immer mehr. Das wurde nur noch zu einem Glimmen. Ja? Und da entstand ein großes Problem für Gott, wenn man so sagen kann. Und er musste versuchen, sein Volk, dass er die letzte Botschaft verkündigen sollte, die dritte Engelsbotschaft, Offenbarung 14, irgendwie wieder aufzuwecken, aufzurütteln, sie auf den richtigen Weg zu bringen. Und das hat er versucht immer wieder, besonders durch Ellen White. Es gab in den 1850er Jahren eine große Erweckungsbewegung, die aber auch nicht ans Ziel geführt war, auch nicht von Dauer war. Und 1888 durch Jones und Wegener war dann ein weiterer ganz, ganz wichtiger Vorstoß von der Seite des Himmels, uns als Volk so vorzubereiten, uns selbst erst einmal, dass wir dann unsere eigentliche Aufgabe in der Weise auf die Geistlichkeit mit der Vollmacht verkündigen können, erfüllen können, wie sie allein zum Erfolg führen kann. Gott wusste, dass es nicht reicht, das Evangelium als Information in alle Welt zu tragen. Überall Schriften zu verteilen, Bücher. Er wusste, die Verkündiger selbst, die Adventisten, brauchten eine innere Erneuerung. Und dieses Bewusstsein war aber nicht da. Und es ist heute nicht so viel anders. Oft. Die Vorbereitung der Wiederkunft ist nicht nur eine Frage der Logistik oder der Kommunikation. Sie ist eine geistliche Herausforderung, zutiefst geistlich. Das hätte Gott es auch den Engeln einfach geben können. Ja, sonst hätte Gott es den Engeln geben können. Einfach verbreiten können, ja. Genau. Und dort lag einiges im Argen. Und genauso wie es in der Laodicea-Botschaft ist, und Ellen White hat sogar mal gesagt, die Botschaft von Jones und Wegener an uns ist die Botschaft Gottes an Laodicea. Und so wie es dort auch zu lesen ist, in der Laodicea-Botschaft, dass die Gemeinde als blind dargestellt wird, es aber nicht weiß. Das war auch der Zustand, die Herausforderung, vor der diese zwei jungen Redner standen, 1888 und auch in der Zeit drumherum. Das ist die Zeit, die der Ron Duffield so schön beschreibt. Das, wenn ich das noch kurz vielleicht auf den Schlusspunkt bringen kann. Die große Herausforderung damals war, dass die Adventisten eigentlich das ewige Evangelium, die Drei-Engel-Botschaft, selber nicht richtig verstanden hatten. Es ihnen aber nicht bewusst war. Das war eigentlich die Situation. Und ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie schwer es ist, jemanden, der blind ist, jetzt mal geistlich gesprochen, im biblischen Sinne, von etwas zu überzeugen, das er gar nicht sehen kann. Das kann natürlich nur Gott, aber das war eigentlich die Situation damals. Und entsprechend gab es Widerstand, sehr viel Widerstand gegen diese Botschaft. Teilweise wurde sie angenommen, eine Zeit lang wurde sie angenommen. Deswegen konnte der Spätregen tröpfeln, aber auf längere Sicht war der Widerstand zu groß. Die Kräfte der Opposition haben sich durchgesetzt. Es ging wieder verloren und der Spätregen hörte auf. Und so ist es bis heute. Es gibt noch eine Habe ich deine Frage beantwortet? Ja, doch, danke schön. Man könnte natürlich noch viel, viel mehr dazu sagen, ja. Aber wir wollen natürlich gerne, dass die Geschwister selber das Buch auch lesen.
Und mir fällt noch ein, es gibt auch noch begleitend dazu eine gute Vortragsserie von einem Bruder und gemeinsamen Freund von uns, von dem Paul Blumenthal. Ah ja, genau. Der vor, ich glaube, ein, zwei Jahren war es, jetzt da eine Vortragsserie zugehalten hat. Hm. Und die könnte man sich auch mal begleitend dazu sicherlich noch anschauen. Du meinst die über 1888? Genau, über 1888, genau. Die er gehalten hat. Es gibt auch eine weitere über 1844, die auch interessant ist, die er kürzlich gehalten hat. Genau, richtig. Du hast aber auch ein Buch geschrieben, Johannes. Jetzt haben wir ein bisschen lang ausgeholt, aber ich denke, das war wertvoll und wichtig. Es ist manchmal gut zu wissen, wer ist dieser Mensch, der hinter der 95 Thesen für die Adventgemeinde aufgestellt hat. Was ist die persönliche Erfahrung dahinter? Wie du auch schon mal gesagt hast, manchmal kommen wir zu einem Ergebnis oder zu einem Schluss oder haben vielleicht ein Verständnis angenommen, weil uns das Leben geprägt hat. Oder wir versuchen, wie du hast diesen Kampf beschrieben, dass man versucht, irgendwie eine Lösung zu finden. Mhm. Und dann ist es manchmal natürlich auch so, dass man geneigt ist, dass man vielleicht, gar nicht böse gemeint, aber vielleicht zu einem Verständnis kommt, weil man will irgendwie das Problem lösen, was aber letztendlich nicht der Schrift entspricht, sondern sich vielleicht mit einem Verständnis der Erlösung oder des Evangeliums das annimmt, was letztendlich aber nicht wirklich heilbringend ist. Mhm. Und jetzt hast du dieses Buch geschrieben, diese 95 Thesen. Ich möchte erstmal dazu sagen, möchte danken, Gott danken dafür, weil es war für mich persönlich ein großer Segen, dieses Buch zu lesen. Es hat einfach in vielerlei Hinsicht, konnte ich sehr, sehr oft von Herzen Amen dazu sagen, als ich das gelesen habe. Ich möchte eingangs mal von Seite 91 eine kurze Aussage lesen. Da sagst du das Folgende. Deswegen können diese Thesen gar nicht anders als stören. Sie müssen es. Dennoch ist ihr eigentliches Ziel ein heilsames, frohmachendes, erlösendes. Und ich hoffe, dies kommt trotz der nötigen Unverblümtheit auch zum Ausdruck. Johannes, wie ist dieses Buch entstanden? Du hast jetzt schon einiges erzählt, natürlich vom Hintergrund, aber vielleicht spezifisch nochmal, wie ist dieses Buch 95 Thesen für die Adventgemeinde entstanden? Das hat auch schon eine ganz interessante Entstehungsgeschichte, denn es ist gar nicht als Buch so entstanden. Es war es war das 500-jährige Luther-Jubiläum, also 2017, so lange ist es schon her, 2017. Und es war einige Wochen vorher, vielleicht 4 Wochen vorher, es war nicht sehr lang, da las ich einen Artikel von einem Autor, den ich persönlich nicht so gut kenne, aber den ich schätze, von dem ich einen sehr guten Eindruck habe. Und dieser Artikel war abgedruckt in einer Zeitung, die ich auch sehr schätze. Und als ich den Artikel gelesen habe, und er hatte den Inhalt eigentlich dieser Thematik der Rechtfertigung aus Glauben und wie ist das mit Sünde überwinden und Gehorsam, wie ist es mit dem Thema der Vollendung des Charakters, unserer charakterlichen Entwicklung. Ja, als ich das gelesen habe, war ich, muss ich ehrlich sagen, doch enttäuscht. Und wie gesagt, das richtet sich jetzt in keiner Weise gegen diese Person oder gegen die Umstände, die Zeitschrift, in der das entschieden ist, sondern es ging mir allein um die Thematik. Der Artikel erschien in einem Zusammenhang, wo ich jetzt diese Ausführung, wie ich sie dann gelesen habe, nicht erwartet hätte, sondern wo ich eigentlich die Hoffnung damit verbunden habe, naja, zumindest dort wird man das doch noch hochhalten oder wird es ein Verständnis für diese Themen geben. Ja, und das war eben nicht in dem Maße der Fall, wie ich gehofft hatte. Und damit war ich jetzt nicht nur eine Enttäuschung verbunden, persönlicher Art, sondern es ging mir ein bisschen so. Und ich will jetzt kein Nestbeschmutzer sein, aber ich bin schon eine ganze Weile Adventist und ich bin es immer von Herzen gewesen. Ja? Ich habe nie Zweifel daran gehabt, dass diese Gemeinde Gottes Gemeinde der Endzeit ist. Und nicht umsonst habe ich den Beruf des Pastoren erwählt. Ich würde mich nicht für diese Gemeinde mit meinem Leben einsetzen wollen, wenn ich nicht voll hinter ihr stehen würde.
Aber ich habe über die Jahre, wo ich meine eigene Ortsgemeinde oder auch die deutsche, Schweizer, österreichische und auch das ganze Weltfeld, was man so beobachtet, man sammelt seine Eindrücke, man liest Artikel und so weiter, ich bin immer mehr ernüchtert worden in bestimmten Beziehungen. Und das war teilweise eine schwierige Erfahrung. Gerade deswegen, weil ich mich so identifiziere mit der Gemeinde, war es für mich schwierig hinzunehmen und zu verarbeiten, wie kann es sein, dass diese Gemeinde doch in einigen Dingen nicht so den guten Weg geht, keine guten Entwicklungen festzustellen sind. Ja, aber wo es Schatten gibt, da gibt es immer auch Licht. Auch zur Zeit Elias sagte Gott, es gibt noch 7000, auch wenn man die manchmal nicht so wahrnimmt. Aber zu diesen 7000 würde ich eben diese Zeitschrift zählen und vielleicht auch den Autoren, den ich nicht so gut kenne. Wenn man zu großen Teilen ernüchtert wird, aber es zumindest noch einige Oasen gibt, die die Hoffnung weitertragen, kann man damit noch ganz gut umgehen. Aber wenn dort, wo die Hoffnungsträger sind, eine Enttäuschung entsteht, dann geht das Problem tiefer. Und so ging es mir an dem Punkt. Ich dachte, ja, ich weiß, dass viele das Thema ablehnen. Ich habe ja darüber oft gesprochen und Diskussionen auch gehabt. Ich kenne viel von den Ansichten und Gegenargumenten. Aber von der Seite hätte ich sie nicht erwartet. Und da hatte ich das Gefühl, jetzt bricht die letzte Stütze weg. Und dann dachte ich, dann entstand in mir der starke Eindruck, du musst jetzt was machen. Einer muss jetzt aufstehen. Einer muss eine Lanze brechen für diese wunderschöne Wahrheit. Weil ich wusste, dass es wahr ist. Ich wusste es. Und ich habe es ja auch selbst erfahren. Da gab es überhaupt nichts zu zweifeln für mich. Das war für mich einfach eine Gewissensfrage. Es war für mich eine Ehrenfrage. Nicht meine Ehre, sondern die Ehre Gottes stand für mich da auf dem Spiel. Das ist wirklich so. Es ging mir um die Ehre Gottes in dem Moment. Und ich habe gedacht, das kann nicht so schweigend hingenommen werden. Nicht jetzt als offene Gegnerschaft und die Leute oder irgendjemand bloßstellen wollen. Überhaupt nicht. Aber es geht um die Ehre Gottes und es geht auch darum, dass die Geschwister, die wirklich suchen nach Wahrheit, dass die zumindest ab und zu einen Orientierungspunkt haben. Auch wenn vielleicht viel Unkenntnis da sein mag oder Halbwissen, dass zumindest doch ein paar Punkte da sind, wo es ein bisschen deutlicher wird. Für diejenigen, die finden möchten. So sind die Thesen entstanden. Und da ist eben gerade in dieser geschichtsträchtigen Zeit war, 500 Jahre, alle haben geredet davon schon seit Jahren, ja, dann kommt das Luther-Jubiläum und so weiter, kam einfach der Gedanke, vielleicht verpacke ich das auch in 95 Thesen. Und ich habe viel darum gebetet und dann ist innerhalb relativ kurzer Zeit sind diese 95 Thesen entstanden, aber nicht das Buch, sondern nur die Thesen allein. Das war der Hintergrund. Und ich habe versucht, in diesen 95 Thesen so für mich die wichtigsten Eckpunkte zu verpacken, wie ich die Adventgemeinde heute sehe, wo ich die entscheidenden Weichenstellungen sehe, warum wir in dieser Situation sind, dass wir bestimmte wesentliche Dinge des Evangeliums gar nicht mehr verkündigen oder nicht mehr glauben. Und was für mich diese Säulen des Evangeliums sind, die heute nicht mehr oder nur teilweise gut verstanden werden. Das habe ich versucht, in diese Thesen zu verpacken. Und ich habe dabei natürlich an Adventisten gedacht. Das ist jetzt kein missionarisches Buch in dem Sinne. Und These bedeutet auch, dass etwas sehr deutlich, markant ausgedrückt wird und manchmal vielleicht auch etwas provozierend. Ja? So ist das Buch entstanden. Und es sollte zum Nachdenken anregen, es sollte aufregen, es sollte ein öffentlicher Widerspruch sein. Ein Widerspruch in gewisser Hinsicht, aber auch ein deutliches Protest. Protest, das eigentliche Wort Protest heißt ja, ich lege Zeugnis für etwas ab.
Testare, Zeugnis ablegen, pro, für etwas. Und das ist der Sinn des Buches. Es ist ein Protest, ein Widerspruch, aber eigentlich ist es ein Zeugnis für etwas. Ich möchte etwas hochhalten, etwas sollte in den Mittelpunkt wieder gerückt werden oder wieder korrigiert werden. Mhm. Ja, so ist das entstanden und das ging dann genau zum 500. Jubiläumstag. Gott hat es so möglich gemacht, wurde das veröffentlicht über einen großen adventistischen Verteiler, wo ich glaube einige tausend Menschen drin sind und der Rest waren Selbstläufer. Mhm. Schön. Ich musste auch daran denken, als ich das Buch gelesen habe oder als du jetzt gerade sprachst, du sagtest, dass einiges, genauso wie in dem Buch von Ron Duffield, wie das aufzeigt, verschüttet gegangen ist. Und die ganzen Thematiken, wo wir jetzt gleich jetzt ein paar Minuten drüber sprechen werden, noch mehr. Ich erinnere mich daran, dass das letzte Mal, dass das auf größerer Bühne in der Adventgeschichte wirklich Thema war, wo jemand versucht hat, wirklich der großen Einfluss hatte, dass diesen Schatz, die ganze Fülle des Evangeliums und das Ziel zu verkündigen oder dargelegt hat, war unser Generalkonferenzpräsident in den 70er Jahren, Robert Pearson. Ich weiß, wenn man seine Bücher, seine Schriften, seine Predigten liest, Aussagen, die er gemacht hat, dass er dieses Verständnis, was sehr stark verschüttet gegangen ist, dass er das damals noch sehr hoch gehalten hat. Mhm. Jetzt sage ich mal auf, natürlich gab es immer wieder Leute, ja, wo Gott diese Botschaft ihnen aufs Herz gelegt hat. Aber das war so vom Großen, was mir eingefallen ist, als ich das Buch auch las. Nun sind ja nach den Thesen, ist dann dieses Buch entstanden. In diesem Buch führst du diese 95 Thesen wieder auf, die dann quasi weiter mit biblischen Aussagen, Bibelversen und mit Ellen White Aussagen oder deinen eigenen Gedanken dann gefüllt werden oder kommentiert, vielleicht könnte man sagen. Ja, genau. Werden. Wie waren denn jetzt mal so im Allgemeinen die Reaktionen so auf dieses Buch? Ja, die Reaktionen, das Buch ist erstmal entstanden als eine Reaktion auf die Reaktionen, okay. Wenn man so sagen kann. Natürlich kam, damit hatte ich auch gerechnet, kam auch einiges an Widerspruch. Ja? Manche waren, ja, so wie es häufig ist, Menschen wenden sich nicht unbedingt an dich persönlich, aber ich habe schon mitbekommen, hier und da, dass das Wellen geschlagen hat, die Thesen. Und ich muss dazu sagen, ich habe es auch an unsere Leitung geschickt, gleich am ersten Tag, an unsere Vereinigungsvorsteher. Ich habe denen die jedem Einzelnen zugeschickt und habe ihnen auch erklärt, warum ich das gemacht habe. Und ich wollte auch transparent sein. Ich denke, das war auch gut. Ich habe auch hier und da eine Antwort von ihnen bekommen. Aber es ging natürlich überall rum. Auch Leute in meinem eigenen direkten Umfeld gab es einige, sei es unter meinem Freundeskreis, Bekanntschaftskreis, in meiner eigenen Gemeinde, die damit nicht einverstanden waren, ist klar. Das wusste ich eigentlich auch vorher. Aber was mir dann schon aufgefallen ist, dass es notwendig ist, nochmal Erklärungen abzugeben. Ich habe etliche E-Mails bekommen und Anfragen und so weiter und stand dann vor der Frage, soll ich die jetzt alle einzeln beantworten? Irgendwann dachte ich, nee, das macht nicht Sinn. Schreib gleich was Allgemeines und veröffentliche das ganze Dokument. Und dann hast du nicht nur diesen Einzelnen geantwortet, sondern allen. Das ist einfach auch eine Sache der Fairness. Mhm. Ja? Die Möglichkeit den Leuten zu geben, das zu überprüfen oder einfach nur die wirklich berechtigte Anforderung, wenn man sowas schreibt, wie kommst du darauf? Mhm. Sag mir das, begründe mir das. Sola Scriptura, ja? Zeig es mir aus der Schrift. Oder auch unterstützt mit Zitaten von Ellen White vom Geist der Weissagung. So sind also die Kommentare entstanden und das Buch entstand dann tatsächlich in der Form, dass der Leiter von New Start Center, das du ja schon erwähnt hattest, der Marius Fickenscher, mit dem wir ja auch beide ein Stück befreundet sind, dass der mich angesprochen hat, der hatte nämlich diese Kommentare gelesen. Ich habe die auf einer Webseite veröffentlicht. Ich dachte, das reicht. Und er hat gesagt, es hat ihn sehr angesprochen und es hat auch sein Leben verändert im Positiven. Und er wollte daraus ein Buch machen. Und ich habe gesagt, ja, gerne. So ist das Buch entstanden. Mhm. Ja, und die Reaktionen waren nicht viel anders als die Reaktion, die ich eigentlich schon gewohnt habe, war viele Jahre, wo ich mit dem Thema auch
Ich habe schon öfter gepredigt bis dahin, auch über das Thema Vollkommenheit. Die erste Predigt forderte viel Mut, weil ja, es ist so ein Thema wie, ich weiß auch nicht, wo eben die Mehrheit alles dafür tut, dass die kleine Minderheit ja nicht den Kopf raushebt und den Mut findet, etwas zu sagen, was in der Öffentlichkeit verschmäht ist und ein Tabu ist und ein Stigma. Mhm. Darüber redet man nicht, das ist pfui. Also etwas übertrieben gesagt, ja. Aber es braucht da schon Mut. Naja, die meisten widersprechen natürlich aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber da werden wir, glaube ich, noch drauf kommen, dann in den einzelnen Inhalten. Ja. Wir können noch mal ganz kurz gerade im Allgemeinen, bevor wir jetzt auf die Inhalte kommen. So im Allgemeinen, was ist deine Einschätzung, warum es zu diesen Themen, wenn wir jetzt über Vollendung des Werkes sprechen, Vollendung unseres Charakters sprechen, über Rechtfertigung, Heiligung, wie es biblisch eigentlich wirklich zu verstehen ist, das ewige Evangelium. Mhm. Im Allgemeinen, hast du eine Einschätzung dazu, warum oft diese Thematiken, warum es da so viele, ich sag mal, Gegenwehr gibt oder vielleicht kommt das aus Missverständnissen heraus? Was meinst du? Genau, ich sage noch einen kurzen Satz, ergänzend zu dem Buch, dann gehe ich auf deine Frage ein. Weil jetzt noch gar nicht so deutlich geworden ist, vielleicht worum handelt es sich eigentlich dabei? Die Thesen und auch das Buch sind ein Plädoyer für die biblische Lehre der Vollkommenheit. Mhm. So ist es ungefähr auch beschrieben. Und diese biblische Lehre der Vollkommenheit wird bei uns fast gar nicht mehr verkündigt. Fast gar nicht mehr verkündigt. Wenn sie erwähnt wird, dann in dem Sinne, dass sie angegriffen wird oder vielleicht auch lächerlich gemacht wird als Extremismus und wie kann man das nur denken. Ich habe versucht, das hochzuhalten, weil die Bibel davon spricht, häufig, und auch der Geist Weissagung eben auch sehr häufig darüber spricht. Was war jetzt nochmal deine Frage? Meine Frage war jetzt dahingehend, warum es so viele Kontroversen diesbezüglich gibt und Missverständnisse, weil, deshalb hatte ich auch Robert Pearson zum Beispiel erwähnt, der in den 70er Jahren dieses Verständnis auch mit Selbstverständlichkeit gepredigt hat, so wie es auch dann in den Jahren 1888 und danach teilweise einfach Bestandteil des Adventglaubens immer war. Warum macht das so viele Schwierigkeiten? Das ist eine sehr tiefe Frage, finde ich. Die geht sehr tief. Ich denke, dass wir sie teilweise beantworten können, rein von der inhaltlichen, sachlichen Ebene her. Was die persönliche Ebene betrifft, warum leistet die Person oder jene Widerstand oder sieht es anders, hat viel auch mit Herzenssache zu tun. Da kann natürlich keiner von uns reinschauen. Ja? Das ist letztlich eine Sache zwischen Gott und dieser Person. Und da kann man vielleicht nur zurückgreifen auf Dinge, die wir auch in der Bibel finden, wo wir ähnliche Parallelen finden. Warum gab es Widerstand? Warum ist das Evangelium immer auch bekämpft worden? Weißt du, im Grunde kann man es auch auf diese Frage zurückführen. Das Evangelium, das Wort heißt ja gute Nachricht. Mhm. Warum wehren sich Menschen gegen etwas Gutes? Aber das ist ja die Realität von Anfang an gewesen, oder? Paulus sagt, unsere Botschaft ist für die einen ein Geruch des Lebens zum Leben, für die anderen ein Geruch des Todes zum Tode. Warum ist das so? Ich denke auch an Jesus, der sich selbst als Stein des Anstoßes bezeichnet hat. Und da gibt es ja auch die Geschichte mit dem Tempelbau, die er dann vergleicht, wo dieser riesige Stein, es ist wirklich passiert, als der salomonische Tempel errichtet wurde, ein riesiger, riesiger, großer Stein, wo aber die Leute dachten, der war gar nicht geplant für den Bau. Aber der war so groß und so massiv, dass er ihnen eigentlich immer nur im Weg rumstand. Und deswegen war er wahrhaftig ein Stein des Anstoßes. Und sie haben sich immer darüber geärgert. Und irgendwann war die Frage, wir sind jetzt mit dem Fundament so weit, dass wir den Eckstein brauchen. Und dieser Stein muss mehr Gewicht aushalten als alle anderen Steine. Und dann haben sie überlegt, wo finden wir einen passenden? Und sie haben gesucht und gesucht. Und wie das so ist, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.
hat es eine Weile gedauert und dann kam sie drauf, ja, aber da ist ja dieser riesengroße Stein. Vielleicht wäre der was. Haben sie ihn angeschaut und der war ja die ganze Zeit der Sonne ausgesetzt und dem Regen und dem Wasser und dem Frost und keine Risse, keine Brüche. Er war perfekt und dann haben sie zum Schluss festgestellt, ja, ist genau der richtige Stein. Wir haben uns immer darüber geärgert, sind darüber gestolpert vielleicht, haben uns daran gestoßen, tut weh, wenn man sich stößt. Und zum Schluss haben sie gemerkt, es ist genau das, was wir brauchen. Es doch Frieden bringt auf einmal. Ja. Und warum war Christus ein Stein des Anstoßes? Ellen White schreibt auch darüber. Natürlich haben sich Leute daran gestoßen, was er gepredigt hat. Aber sie sagt, was für die Pharisäer und Priester eigentlich so anstößig war, war sein reines Leben. Er war sündlos. Da war nichts in ihm und in seinem Verhalten, was ihre eigenen Sünden irgendwie hätte rechtfertigen oder entschuldigen können. Und deswegen war jede Begegnung mit ihm ein unausgesprochener Vorwurf gegen sie. Und hat sie immer wieder daran erinnert, bei mir ist was nicht in Ordnung. Jetzt nehmen wir Jesus mal als Verkörperung der Vollkommenheit. Denn das war er ja. Er war vollkommenes Menschsein. In jedem Aspekt. Er hatte keine Sünde, ja, obwohl er unsere eigene Natur angenommen hat. Darauf kommen wir vielleicht auch noch. Aber er hat das in einem absoluten, perfekten Maß ausgelebt. Diese göttliche Reinheit, den göttlichen Charakter, und hat ihn in menschliche Erscheinungsform gegossen, sodass die Menschen sehen konnten in seinem menschlichen Leben, wie Gott eigentlich ist. Und wenn wir über Vollkommenheit reden, sagen wir ja nichts anderes als ein Abbild Gottes. Gott ist vollkommen, alle seine Ordnungen, was er tut, es ist alles ohne Makel, ohne Fehler. Und Vollkommenheit ist die tiefste, die umfassendste Form der Gotteserkenntnis, der Herrlichkeit Gottes. Eine sichtbare Abbildung seines Charakters. Und das hat Jesus verkörpert. Also woran sie sich eigentlich gestoßen haben damals, war die Tatsache, dass er vollkommen war.